Schönen guten Morgen, heute mal ich wieder einen Test und zwar mit einem etwas anderen Produkt, dem Netgear AC1100 Nighthawk WLAN Repeater oder auch von der Modellnummer her EX7000, finde ich ein bisschen praktischer. Ja, soll eben das WLAN-Netzwerk vergrößern, ob das Teil wirklich was taugt, das erzähle ich euch jetzt. Kommen wir aber erstmal zu den Features, was dieser gute Nighthawk AC1100 unterstützt. Natürlich erstmal Dualband WLAN, A, B, G, N und auch das neue AC. Damit kann er ja, auf jeden Fall ziemlich schnell sein. Das AC1100 kommt daher, dass man einfach die Geschwindigkeit aufsummiert. Das heißt, wir haben 600 Mbit im 2,4 GHz Bereich mit WLAN N und dazu nochmal 1300 im 5 GHz Bereich mit WLAN AC und dadurch kommen wir dann auf 1900. Insgesamt wirkt das ganze Ding schon mal recht groß für einen Repeater, finde ich, wenn man diese kleinen kennt, die auch in die Steckdose gehen. Wirkt auch sehr ansprechend, weil was anderes ist so eine bunte Fritzbox mit drei justierbaren Antennen auf der Rückseite. Sowie 5 Gigabit LAN-Ports. Das heißt, ihr könnt ja auch noch ein paar Rechner anstecken oder auch einfach ein Kabel vom Router hier rein und dadurch dann einfach ein neues WLAN-Netzwerk aufspannen. Vorne haben wir noch einen USB 3.0-Port. Dadurch lässt sich natürlich ein USB-Stick anschließen, Drucker, was auch immer. Lässt sich dann ein ganzes Netzwerk bereitstellen und nutzen. Somit zur Ausstattung also sind wir hiermit fertig und kommen jetzt zur Nutzung im alltäglichen Leben. Die erste Einrichtung war bei uns sehr schnell abgeschlossen, ging alles sehr einfach über ein Webinterface. Die Adresse davon steht auf diesem praktischen Zettel hier hinten nochmal drauf. Und man kann dann wahlweise direkt das Passwort und den Namen vom bestehenden Netzwerk übernehmen oder sich ein eigenes aussuchen und das Ganze anders nennen. Mit dem anderen Passwort ist wirklich völlig freigestellt. Für mich eine sehr große Einschränkung war, dass man nur 4 Kanäle im 5G-Herzband auswählen kann, nämlich 36, 40, 44 und 48. Das sind nur insgesamt 4 Kanäle von 16 verfügbaren, die so einen Fritzbox oder auch einen Netgear-Router beherrscht. Und damit ist man doch schon sehr eingeschränkt in der Auswahl der Netzwerke. Dabei sendet dann das neue Netzwerk immer auf dem gleichen Kanal wie das bestehende Netzwerk. Klingt erstmal nach einer Einschränkung, weil Interferenzen etc. Kann man aber umgehen, indem man den Fastlane-Modus nimmt. Denn normalerweise funkt natürlich ein WLAN-Modul jeweils zum Router hin und auch zu den Endgeräten. Es gibt also nicht zwei Module. Aber im Fastlane-Modus kann man sagen, funk jetzt nur in einem Band zum Router und das andere Band nimmst du nur für die Endgeräte. Klingt sehr praktisch, ist auch so. Fastlane ist aber ein bisschen der falsche Name dafür, da sich bei uns eigentlich die Geschwindigkeit halbiert hat, da eben das 2,4 GHz Band immer ein Flaschenhals ist. Es ist einfach deutlich langsamer als das 5 GHz Band. Insofern ist es praktisch, aber wirklich nur, wenn man die hohe Reichweite vom 2,4er Band nutzen möchte oder eben eine schnelle Verbindung zum Router und alle Endgeräte haben nur 2,4. So kann man sich dann ein paar passende Szenarien zusammenbasteln. Aber Fastlane ist es für mich persönlich jetzt im Test nicht gewesen. Das Wichtigste, gerade bei so einem teuren Repeater, sind natürlich irgendwo die Durchsatzraten, die man schafft. In unserem Testszenario war das Matthias ein Server, der da hinten steht. Der hängt an der Fritzbox, die wiederum haben wir dann eben mit dem Repeater verbunden und mein Notebook dann an den Repeater angeschlossen und dann den Durchsatz getestet, den wir so geschafft haben. Im normalen 5 GHz Band, also wirklich ein ganz normales Setup, da haben wir bis zu 200 Mbit geschafft. Das klingt erstmal nicht viel, ist aber eben für eine WLAN-Verbindung zu diesem Gerät und dann auch zwischen der Box und dem Repeater eigentlich schon eine ganz gute Leistung. Wie gesagt, beim Fastlane-Modus hat es sich in etwa halbiert, da waren es nur noch 100 bis 120, also gar nicht mal so schnell. Das zweite Einsatzszenario ist eben der Access Point, das heißt ein Kabel vom Router hier rein und dann ein neues Netz aufspannen. Da waren dann sogar 350 Mbit drin und als letztes Szenario für uns diese Box mit dem Router über WLAN verbunden und dann hier hinten ein Gerät per Kabel angeschlossen, da waren es sogar 500 Mbit, also wirklich eine sehr solide Leistung. Ein weiterer Pluspunkt ist die wirklich sehr gute Reichweite. Sollte auch so sein, wir haben ja schließlich 3 große Antennen. Im 5 GHz Band ist das Ganze sogar noch ein bisschen reichweitenstärker als unsere Fritzbox 7490, die wir hier stehen haben. Im 2,4er Band ist es ein bisschen schwächer, aber auch wirklich nur minimal. Insofern hier wirklich quasi Bestnote dafür. Im Stehen ist es leider ein bisschen voll, weil man muss sich das mal vorstellen. Hier diese 3 Antennen und dazu dann noch, was weiß ich, 4 Kabel drin. Da ist dann schon nicht mehr ganz so viel Platz, wirkt alles ein bisschen klobig. Ich persönlich finde es eigentlich auch am schönsten, wenn man das Ganze hinlegt. Dann hat man wieder das Problem, dass eben die Symbole alle falsch sind, weil die sind ja dafür gedacht und nicht so. Aber gut, was soll's. Wandmontage wäre auch schön, haben sie leider weggelassen. Das ist eine sehr glatte Oberfläche hier. Insofern würde ich am Design noch ein bisschen schrauben. Auch das Hochglanz ist halt bei uns schon wieder voll mit Fingerabdrücken und auch ein paar Kratzer sind drin. Wäre bei einer matten Oberfläche vielleicht nicht ganz so schnell passiert. Wie gesagt, dieser USB-3-Stick hier vorne, USB-3-Port, lässt sich sehr schnell einbinden. Sei es jetzt eben ein Stick als HTTP- oder FTP-Server oder auch als Netzwerkfreigabe.
Lässt sich auch alles mit Passwort absichern. Insofern sehr praktisch. Leider vom Download-Speed hält sich in Grenzen. Wir haben maximal 20 Megabyte pro Sekunde geschafft. Der hätte eigentlich auch ein USB 2.0-Port ausgereicht. Was mich noch ein bisschen schade fand, aber auch eher so eine kleine Randnotiz. WPS lässt sich nicht ganz abschalten. Also dieses auf Knopfdruck oder eben mit PIN statt dem ganzen Netzwerkkennwort Verbindung herstellen. Ist inzwischen ein kleines Sicherheitsrisiko. Aber ich denke mal, das sollte auch vielleicht die wenigsten stören. So, abschließendes Fazit wie immer. Und ich muss sagen, insgesamt ist der Netgear Nighthawk AC1100 oder auch EX7000 wirklich ein sehr schneller und auch sehr guter Repeater, an dem man eigentlich fast nicht vorbeikommt, wenn man auf der Suche nach dieser einzigartigen Ausstattung ist. Nämlich 5 Gigabit LAN-Ports oder auch 4 eben als Access Point. Dazu noch vorne ein USB 3-Anschluss und auch WLAN-AC bietet aktuell nur dieses eine Gerät. Wenn man auf den USB-Port verzichten kann, sind es noch 2, 3 andere. Aber dafür muss man eben auch in Kauf nehmen, dass das Ding aktuell verdammt teuer ist. Mit 120 bis 140 Euro im Einzelhandel. Ist jetzt nicht so mal eben rausgeworfenes Geld. Aber wer eben auf der Suche nach wirklich hoher Reichweite ist und starken Datendurchsatz, der macht damit wirklich absolut nichts verkehrt. Wie vorhin bereits erwähnt, finde ich eben das Fastlane-Feature ein bisschen verwirrend. Wer es aber richtig einzusetzen weiß und auch sonst mit der Oberfläche gut klarkommt, der hat damit wirklich ein schönes Produkt in der Hand. Und ich finde die Oberfläche wirklich sehr schön, habe ich auch erwähnt. Für die Zukunft wäre ein mattes Design wünschenswert, weil hier ist wirklich inzwischen wieder alles voll mit Fingerabdrücken. Und auch ein etwas schnellerer USB-Port wäre eine tolle Sache. Abseits davon wirklich Daumen nach oben, tolles Produkt. Ansonsten die letzten Videos haben wir hier nochmal zur Hand. Das wäre einmal die AirCard, also der mobile WLAN-Hotspot und hier nochmal der Netgear Nighthawk X6 Router. Damit wären wir durch für heute. Habt ihr überhaupt bei euch zu Hause einen WLAN-Repeater im Einsatz oder habt ihr nur eine kleine Einraumwohnung? Reicht das Signal? Braucht ihr sowas? Schreibt es in die Kommentare, lasst uns wissen. Gebt uns einen Daumen, wenn es uns gefallen hat. Und ansonsten sind wir für heute durch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.